Törichtes Kind. Wenn ich einen Befehl gebe, gehörst du gefällig. Was? Dadurch, dass du hier bist, hast du dich ebenfalls in Gefahr gebracht. Kannst du nicht einmal auf das hören, was man dir sagt? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eroberung. Wir haben beim letzten Mal angefangen, ein kleines Abenteuer. Wir wollen den Attrick besuchen gehen, einfach mal so, obwohl wir keine Erlaubnis haben, schauen, ob es dem gut geht und so, ne, und ja. Vermutlich wird es hier unten richtig sein. Wir schauen uns das jetzt deswegen mal an. Und ja, mal schauen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Da haben wir einen Safe-Punkt, das ist gut. Hier liegt ein Schlüssel. Vielleicht kann er mir noch nützlich sein. Oh. Oh nein. Erstmal safen. Die Tür ist leider zu. Da brauche ich wohl einen Schlüssel oder ähnliches. Okay. Oh, wieso kann ich das schieben? Ah, ich sehe schon. Hier schaut ein riesiger Knopf hervor. Was aber geschieht, wenn ich da drauf drücke? Mist, was jetzt? Unten geht's nicht einfach weiter. Ich glaube, ich kann jetzt seine Nähe spüren, aber ich weiß nicht, wie ich die Tür aufbekommen soll. Sie ist fest verriegelt. Die Tür war fest verschlossen. Das macht mich nicht verdrossen. Okay. Ah, ich glaube, da hat sich in der Nähe etwas geöffnet. Okay. Da war ich zu schnell für das Ereignis, ne? Oh. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch nach einer Falle aus. Ein Schalter, damit lässt sich bestimmt irgendwas öffnen. Ja, dann schalte mal. Aber die Spinne da oben, auch wenn sie ein bisschen komisch hängt, schön ins Detail. In der Mitte hat man weniger Reaktionszeit im Zweifelsfall, wenn die hin und her schießen. Hä? Wollte gerade sagen, warum darf ich jetzt nicht nach links? Okay. Das hat sich da gerade ganz, ganz komisch gesteuert. Tja, ich schätze, weiter musst du alleine. Tja, trotzdem danke. Ohne euch hätte ich es nicht so weit geschafft. Ja, aber beeil dich gefälligst. Schon alleine in seiner Nähe zu sein, finde ich schon abstoßend genug. Okay. Was ist denn nun wieder? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin total nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ach, Lid, ich gehe schon rein. Du hast das jetzt angefangen. Also beende es auch endlich. Hallo? Wieso bist du hier? Habe ich es dir nicht verboten? Ich weiß, ich sollte nicht hierher kommen. Aber ich wollte... Törichtes Kind, wenn ich einen Befehl gebe, gehörst du gefällig. Was? Dadurch, dass du hier bist, hast du dich ebenfalls in Gefahr gebracht. Kannst du nicht einmal auf das hören, was man dir sagt? Na, hör mal, ich komme hier extra hierher, um zu sehen, ob es dir gut geht. Und das ist der Dank? Das ist ja mal wieder typisch Erwachsene. Dass ich in Gefahr gerate, weil ich mich hier eingeschlichen habe, weiß ich selbst. Aber ich musste einfach herkommen. Diesen Brief hat mir meine Mutter gegeben, siehst du? Da steht dein Name drin. Sie hat geschrieben, dass du mich nach ihrem Tod beschützen wirst und dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich alleine bleibe. Aber das hast du bis jetzt nicht getan. Du stehst nur hier und schreist mich an und das, obwohl ich mir wirklich Sorgen um dich gemacht habe. Das ist nicht nötig. Jeder verdient, was er verdienen muss. Das ist doch Blödsinn. Du kannst doch nichts dafür, dass all diese Lydia tot sind. Du wurdest doch dazu gezwungen. Oder nicht? Stell mir nicht immer so dumme Fragen. Geh lieber wieder rasch. Nein, nicht bevor du all meine Fragen beantwortet hast. Ich weiß, dass du meine Mutter ziemlich gut gekannt hast. Sie erwähnte nämlich deinen Namen. Ich habe so lange gehofft, dass ich ihn finden werde. Wenn du es also weißt, wo mein Vater steckt, dann sag es mir bitte. Bitte, ich flehe dich an. Wo ist mein Vater? Er ist... verstorben.
Vor langer Zeit ist er aus dieser Welt geschieden. Und jetzt geh! Wenn sie dich hier erfinden, wird sie auch dich bestrafen. Und ich werde dich nicht vor ihren Zorn beschützen können. Also geh endlich! Nein, das kann ich nicht glauben. Du lügst doch. Nimm seine Augen. Verflucht, er ist tot und jetzt hau endlich ab! Da bist du ja endlich. Können wir jetzt endlich gehen? Hast du jetzt alles bereinigt? Ja, gehen wir. Erstmal safen. Okay. Das war schon eine interessante Nummer. Okay. Wir brauchen ja jetzt nicht mehr durchsuchen. Wir haben ja schon alles durchsucht. Aber ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir erwischt werden. Aber scheinbar ja nicht. Tschüssi. Wie sehr hast du den Kerkerschlüssel bei der Hand? Würdest du ihn mir nicht vielleicht eventuell geben, oder? Ich dachte, du kämpfst hier allein raus. Na und? Wieso sollte man sich den Finger schmutzig machen, wenn es doch auch auf die einfachen, auch die einfachen Methoden gibt? Also was ist nun? Bekomme ich ihn? Nee. Schon gut. Aber wenn du ihn mir gibst, werde ich dich dafür mit diesem goldenen Apfel belohnen. Was ist? Dann eben nicht, du Geizhals. Ich traue dem Braten nicht. Ihr könnt mir gerne schreiben, was passiert wäre. Na toll, da haben wir den Schlemmersel. Und was jetzt? Wir schleichen uns einfach vorbei, die merken uns sicher nicht. Na, ob das gut geht? Ach was, Augen zu und durch. Oh. Was ist denn los? Wieso bleibst du stehen? Willst du, dass man uns hier erwischt? Befürchte, das hat man schon. Wieso denkst du das? Weil meine Nase so komisch juckt und das tut sie immer, wenn Gefahr kommt. Außerdem erkenne ich diesen Gestank. Gestank. Hast du etwa deiner kleinen Freundin noch immer keine Manieren beigebracht, Kara? Ah, Fräulein Loin ist auch mit von der Partie. Wieso wundert mich das nur nicht? Ich hoffe, du weißt, dass du dich dadurch ebenso strafbar gemacht hast. Da du bereits gesetzesmündig bist, wird für dich die Strafe natürlich höher. Und deswegen beehrst du uns mit deiner Anwesenheit. Hätte ich gewusst, dass man nur so an dich herankommt, hätte ich es schon früher versucht. Zügle deine Zunge. Du weißt wohl wirklich nicht, in welcher prekären Situation ihr euch zurzeit befindet. Allein dafür, dass ihr hier eingebrochen seid, gebührt euch eine saftige Strafe. Diese beiden hier sind noch unter 18 Jahren alt, deswegen gar nicht strafmündig. Also wenn, dann könntest du nur mich dafür belangen. Und für so ein Delikt gibt es, soweit ich weiß, höchstens eine hohe Geldstrafe. Wie ich sehe, hast du inzwischen das Strafregister auswendig gelernt. Ich gratuliere dir. Aber vergessen wir zugleich nicht eine Kleinigkeit? Ich bin hier die Richterin, die diese Gesetze erschaffen hat und ich kann sie auch jederzeit wieder ändern. Daher ist es wohl nicht die Frage des Alters, sondern des guten Willens. Das würdest du nicht wagen. Und weshalb nicht? Ihr habt es schließlich auch gewagt, euch hier trotz Verbotes hineinzuschleichen. Da ist es wohl nur ersichtlich, dass ich alles daran setzen muss, dass diese frevle Tat nicht noch einmal begangen werden kann. Oder sich sogar in einem Ausbruch verwandelt. Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir so etwas tun würden. Es geht nicht um das Glauben, nur allein um das Wissen. Wenn alle Welt da draußen wissen würde, wem ich hier gefangen halte, könnte das starke Konsequenzen haben. Und das muss ich um jeden Preis verhindern. Ach, deshalb gab es keine Gerichtsversammlung. Du wolltest es geheim halten. Aber das ist kein Grund, uns zu misstrauen. Oder glaubst du wirklich, dass wir vorhatten, diesen Bastard zu befreien? Im Leben. Und wenn es darum geht, dass wir nicht darüber sprechen sollen, hättest du dir diesen Aufwand sparen können. Denn das hätte wohl keiner von uns getan. Zumindest niemand, der es weitererzählen würde. Und alten Freunden sollte man doch wirklich besser vertrauen können. Tut mir leid, aber zurzeit kann ich mir so etwas wie Freundschaft nicht leisten. Steht mehr auf dem Spiel. Und?
Willst du uns jetzt deswegen den Rest unseres Lebens hier einsperren? Sotkal kannst auch du nicht geworden sein. Ich habe mit keiner Silbe erwähnt, dass ich euch festhalten werde. Nur könnte. Ich muss mir sicher gehen, dass nichts, was hier geschah, den Raum verlässt. Über weitere Optionen bin ich allerdings jederzeit erhaben. Also seht zu, dass ihr hier endlich Land gewinnt, ehe ich meine Meinung doch noch ändere. Also was nun? Die weiß auch nicht, was sie will. Widget, lass das jetzt. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Doch, das ist es. Ich gehe nicht, bevor sie sagen, was sie mit ihm vorhaben. Ich habe dir schon einmal gesagt, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Verbrechen muss nun einmal gesühnt werden. Egal, ob sie elitischer Herkunft sind oder nicht. Er hat doch gar nichts Unrechtes getan, das wissen Sie genau. Er hat nur Befehle befolgt. Wieso bestrafen Sie nicht jene Elite, die ihm das angetan haben? Ich denke, diese Aufgabe kannst du getrost denen überlassen, die ihre Arbeit verstehen, Mädchen. Kümmere dich lieber um deine eigenen Angelegenheiten. Sie hat recht. Bitte, Widget, lass uns jetzt bitte endlich gehen. Es bringt doch nichts. Ich weiß nicht, wieso du diese Kreatur verteidigst. Er hat diese Bestrafung zu Recht verdient. Und gleichgültig, ob ihr nun der gleichen Gattung angehört oder nicht, es wird nichts an meiner Meinung ändern. Wenn du seine Taten dennoch weiterhin verteidigen willst, solltest du deine Meinung lieber für dich behalten. Immerhin scheinst du die Einzige in diesem Raum zu sein, die sich um diese arme Seele, wie du glaubst, Sorgen zu machen scheint. Das sollte dir zu bedenken geben. Warte. Okay, ich gebe zu, dass die Dinge, die er getan hat, nicht in Ordnung waren und dass ich durch mein Verhalten deswegen jemanden, der mir nahesteht, sehr verletze. Glauben Sie mir, ich will das nicht, aber für diese Person empfinde ich auch sehr viel. Ich weiß, das klingt sehr albern und ich kann es mir selbst nicht erklären, weshalb das so ist. Ich kenne ihn ja nicht einmal wirklich sehr gut. Ich will nur nicht, dass ihm etwas Unrechtes widerfährt. Also, egal was Sie mit ihm vorhaben. Versprechen Sie mir bitte, dass ihm nichts geschehen wird und dass Sie etwas Gnade walten lassen. Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Aber ich glaube, sie hat ihr zu denken gegeben. Ich muss kurz einen Schluck nehmen. Du wirst das jetzt also wirklich durchziehen? Ganz recht. Hast du etwa noch immer Einwände? Ich will nur nicht, dass du die falsche Entscheidung triffst. Das ist alles. Das werde ich nicht. Ich hatte genug Zeit, um darüber nachzudenken. Es ist die einzige mögliche Schlussfolgerung. Wie du meinst. Dann werde ich meinen Leuten Bescheid sagen und die ersten Vorbereitungen treffen. Die Stadt sollte schließlich vor einem möglichen Gegenangriff gewappnet sein. Sinas. Ist noch etwas, Owen? Nein, vergiss es. Es ist nicht wichtig. Vergiss nur nicht die große Besprechung, die in einer Stunde beginnt. Ich habe das ungute Gefühl, sie verschweigt mir etwas Wichtiges. Vielleicht bedauert sie diesen radikalen Schritt am Ende doch. Aber er ist nun mal unsere letzte Hoffnung. Hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr wollt also weiter nach Tempestia? Na tja, ich würde euch gerne begleiten, aber ich muss hier leider noch ein paar Geschäfte verrichten. Du weißt, wo die Toilette ist? Du meinst Betrügereien und derartiges? Ach, nicht doch. Ich bin nur eine begeisterte Karten- und Würfelspielerin. Man muss sich doch ab und zu etwas vergnügen. Deine Energie könntest du genauso gut am Schlachtfeld verschwenden. Man sucht doch gerade neue Rekruten. Das ist nichts für mich. Ich schätze etwas weniger Gefährliches. Ist eher meine Kragenweite. Denn ich bin nicht unbedingt der Typ, der Gefahren sucht. Das heute war wirklich nur eine Ausnahme. Ja, das heute war irgendwie schon sehr verrückt. Wir hätten da einfach nicht reingehen sollen. Tja, nun ist es zu spät. Ich schätze, ihr beiden werdet wohl heute noch nach Tempestia aufbrechen. Ja, ich bin schon ganz gespannt auf die Stadt.
Hoffentlich kennen mich noch ein paar der Bewohner. Ich habe gehört, dass Tim dort eine Arztpraxis besitzt. Ja, das ist richtig. Er hat es vor einem Jahr eröffnet, nachdem er seine praktische medizinische Schulausbildung abgeschlossen hatte. Und das in nicht weniger als 3 Jahren, denn zuvor hat er auch noch ein umfangreiches Natur- und Forschungsdiplom erhalten. Einfach nur irre, der Typ. Dann wird er mich wohl bestimmt gleich wiedererkennen. Tim ist auch der Einzige, den ich zuletzt gesehen habe, bevor ich nach Nord kam. Ja, er wird sich bestimmt über deinen Besuch freuen. Also gut, bis dann. Wir sehen uns sicher wieder. Tschüssi. Gut, lass uns auch gehen. Das hat jetzt komisch geleckt, keine Ahnung. Hey, ich wollte doch speichern. Möchtet ihr vielleicht einen frischen Apfel haben? Ich habe sie eben gestern erst gepflückt, ne? Roter Apfel, gelber Apfel, die Grippidio. 50 Angriff, 10 EG. Ausdauer und Energie, ne? Okay. Na ja, komm, gib mir ein paar gelbe. Ich habe so viel Geld geholt. Da kann ich doch mal ein paar Äpfel mitnehmen. Ne? Let's go. Tschüssi. Oh, mein Kunde. Oh, bitte, was kann ich für euch tun? Oha. Oha. Okay. Aber du hast nur... Ah, nee, du hast auch Rüstungen. Kampfschiene. Gib her. Gummistiefel. Lederkleidung. Lederkleid. Let's go. Deckstab. Okay. Tessaiga. Oh, okay. Ja, man merkt auf jeden Fall, da haben wir wirklich einen Inuyasha-Fan, der dieses Spiel hier gemacht hat, ne? Oder die? Ich glaube, es war eine sie, ne? Spitzmesser. 35, 25. 35, 11. Da hatte auf jeden Fall Tessaiga. Lederkleid. Oha. Es geht ja mega ab. Let's go. Okay. Lederkleid. Ja, das hat schon was. Kampfschiene. Uiuiuiui. Okay. Oha. Der Deckstab ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Cool, cool. Auch trinken neue Freunde. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Hallo? Sieht nicht danach aus, als würde es dem Preis gerecht werden. Und Sie? Hallo, meine Damen. Kann ich euch etwas anbieten? Konservendose. Okay. Gibt 50 Energie zurück, mal 5. Okay, auch nicht schlecht. Ja, komm. Dann nehmen wir... Wir haben hier 14. Dann gehen wir da vielleicht auf 20 mal. Hier haben wir 7. Gehen wir auch mal auf 20. Und wir haben ja hier jeweils noch 17. Also da geht ein bisschen was. Gibt 15 Energie zurück, mal 5. Gehen wir mal auf 20. 100 Energie zurück, mal 5. Gehen wir mal auf 10. Königsfeder, nur im Feld. Okay, Elixier. Vitaminreiches Getränk, Widgets Favorit. Karas Favorit, wieso jetzt sind die hier nicht oben? Orangensaft, Quellwasser. Und hier haben wir nochmal Orangensaft, Quellwasser. Also nicht nur, dass die Items komisch sortiert sind, sie wurden sogar doppelt angelegt im Milk oder was. Oder zumindest doppelt hier reingepackt, weil guck mal, das sind zufällig dieselben. Beide 17. Zelt, okay. Zimtweihnachten gedacht, Thunfischdose. Okay. Ach Gottchen. Nicht sonderlich gut gemacht. Davon haben wir also 30 Nutzungen.
Nützlich gegen Krankheit, bis auf Gift und Tod. Wollen wir nochmal eins? Ach komm. Wir haben so viel Geld, dann können wir nochmal ein bisschen was mitnehmen. 100 Energie zurück mal 5. 50 Energie zurück mal 5. Okay. Ja, also wir haben auf jeden Fall nicht schlecht eingekauft. Das kann sich schon sehen lassen, sag ich mal. Oh, hier gibt es noch mehr Läden. Braucht dringend neue Salben für meinen Hautausschlag. Es fängt schon wieder zu jucken an. Wollt ihr was kaufen? Für den schnellen Gebrauch möglich. Was? Wurzelsaft. Eine Mixtur, die dreimal vor... Ach so, die fünfmal verwandelt werden kann. Guck mal, die Dreier ist ja günstiger. Die hier kannst du zwar fünfmal verwenden, aber wenn ich das jetzt hochrechne, habe ich hier für 30 Gold oder Euro besser gesagt, habe ich hier 6 Verwendungen und bei der habe ich nur 5 Verwendungen. Ist dieselbe Salbe. Die hier ist fünfmal, die hier ist dreimal, hier ist es jetzt anders, aber hier ist auf jeden Fall die Dreier günstiger. Okay. Das heißt, nehm mal hier 5 mit. Und da 5 mit. Ich weiß nicht, was die machen, wisst ihr? Dann nehme ich mal 30 mit. Dann nehme ich gar keine mit. Dann Wurzelsalbe. Haben wir 4. Machen wir 6 draus. Ich nehme nicht 6, also 6 dazu, dann haben wir 10. Dann machen wir mal auf 5 voll. So, und was gibt's hier unten? Kann ich auch Brillen zu einem günstigeren Preis? Du siehst nicht aus, als würdest du eine Brille brauchen. Komm wieder, wenn du älter wirst. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber na gut. Ich habe einige gute Gegenstände gefunden, wollt ihr mal sehen? Oh, Schuhe aus leichtem Material. Okay, ich nehme mal einmal mit. Wanderstiefel. Gibt der Schutz 3 runter, Angriff geht 1 hoch, Geist geht hoch, Agi geht hoch. Ja, komm. Hast du nun mal so ein paar? Gib her. Ja, komm, Wanderstiefel, let's go. Sehr schön. So gefällt mir das. Gut. Aber, nachdem wir hier jetzt wieder einen etwas längeren Part hatten, auch mit viel Story, würde ich sagen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Wo war denn der Speicherpunkt hier? Gab es doch irgendwo einen Speicherpunkt. Achso, da oben. Na, okay, dann war der weiter unten. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt... Let's Play Eroberung. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute. Ihr werdet nicht viel verpassen. Ich wollte, genau, nur speichern. Also, ciao.